Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Letzte Woche waren die Twitter-Fragen dran und diesmal sind eure Snapchat-Fragen dran. Ich versuche jetzt über das Handy irgendwie abzurufen. Ich komme mit der App nicht so wirklich klar. Ich hoffe, es klappt alles und man kann alles verstehen. Und ja, viel Spaß dabei. Kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Hey, ich wollte wissen, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, mit YouTube anzufangen. Gab es da irgendwie einen bestimmten Auslöser oder so? Würde mich echt mal interessieren. Okay, das war die liebe Julia. Wie bin ich, wie war jetzt die Frage überhaupt? Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, so One-Cut oder beziehungsweise in einem Take das aufzunehmen. Auf YouTube gekommen, habe ich das letzte Mal schon irgendwie versucht zu erklären. Im Prinzip habe ich es auch wie ihr geguckt und dachte, warum macht man es nicht einfach selber auch mal? Probiert das einfach aus, mal eine Kamera aufzustellen und selber mal drauf loszuquatschen. Und dann hat man irgendwie Spaß dran gefunden und Leuten hat es gefallen. Und jetzt mache ich das seit 7-8 Monaten und jetzt fast das erste Jahr rum. Und die Abonnenten kommen hinzu und immer mehr Klicks und man bleibt dabei. Es ist ein cooles Hobby und kann es auch jedem empfehlen, der Angst davor hat, sich zu überwinden. Überwindet euch und macht einfach selber Videos. Macht auf jeden Fall riesigen Spaß. Und ja, die nächste Frage kommt von der lieben Lisa, allerdings leider in Schriftform. Da gehe ich jetzt mal einzeln durch. Mit welcher Kamera drehst du? Ich drehe mit der Canon Liga Mini. Das ist noch nicht mal die neueste Version. Ich komme damit super zurecht. Die filmt in HD und die ist auch unten verlinkt für alle, die sich interessieren. Ich bin damit super zufrieden bislang und kann da auf jeden Fall die Empfehlung rausgeben. Das ist für kleines Geld. Super Camcorder, auch perfekt für draußen. Man kann die das Display umdrehen, sodass man sich auch selber sehen kann. Und das ist eine super Kamera, wie ich finde. Nimmt, wie gesagt, auch in Full HD auf, hat super Mikrofone. Man braucht keine extra Mikrofone sich kaufen. Und auch unterwegs ist der Ton super. Also ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Mit welchem Programm schneidest du deine Videos? Das ist Sony Vegas Pro. Kann ich auch absolut empfehlen. Ansonsten habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, wie man auch mit einer Software erstmal anfangen kann, die nichts kostet. Die war allerdings ein bisschen fummelig und dann bin ich halt auf Sony Vegas umgestiegen und das war auf jeden Fall eine sehr gute Sache für mich. Und wie gehe ich mit Hate um? Ich hatte ja vor ein paar Monaten mal den Fall, dass so ein paar schlimme Kommentare kamen. Allerdings gehört das mittlerweile halt dazu, dass ab und zu mal ein doofer Kommentar kommt und mittlerweile tangiert es mich jetzt nicht mehr sonderlich. Also man blockiert die Leute einfach und blendet die Kommentare aus, da muss man sich nicht mehr mit beschäftigen und die Leute können eigentlich mehr nerven in Zukunft. Und das ist eigentlich der beste Weg, damit umzugehen, einfach gar nicht darauf einzugehen, um keine Antwort zu schreiben oder sich groß damit zu beschäftigen. Einfach auf Blockieren drücken, die Sache melden und dann ist die Sache aus der Welt und es kommt auch, um ehrlich zu sein, relativ selten vor, also zumindest bei mir und ich denke auch bei anderen kleinen YouTubern wird das eher selten der Fall sein. Und ja, das waren auch schon deine Fragen. Ich hoffe, ich konnte die gut beantworten. Grüße an Lisa. Das Problem an Snapchat ist, man weiß nie vorher, ob das jetzt wirklich eine Frage fürs Video ist oder ein ganz normaler Snap. Ich komme mit der App sowieso nicht so klar. Da steht hier einfach nur ein Hey und ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Aber Grüße an Nali Ali mit 3 Nullen am Ende. Du bist im Video drin. Weil ja auch viele drum gebeten haben, dass ich die mal im Video grüßen soll. Ich habe jetzt gesagt, im Snapchat-Video könnt ihr alle mal drin vorkommen. Aber bislang hält sich das mit den Fragen hier irgendwie ein bisschen in Grenzen. Die nächste ist die liebe Nancy. Hi David, ich wollte fragen, welche Sprache sprichst du? Zum einen, oh, da kommt noch eine Katze. Hübsche Katze, Guccio, konnte ich gerade noch lesen, das ging so schnell weg. Welche Sprachen spreche ich? Ich spreche Deutsch, wie man hoffentlich hören kann. Dann spreche ich ein wenig Englisch, ist jetzt Quatsch. Also ich studiere, ich kann Englisch sprechen, verstehe alles. Ich kann auch ganz gut sprechen, allerdings finde ich nicht, dass ich so gut Englisch sprechen kann, wie ich Deutsch spreche. Also ist nicht auf Muttersprachniveau. Und ich kann ein wenig Spanisch noch aus meinem Abi-Jahrgang. Und wenn man ein bisschen Spanisch gut kann, kann man auch ein bisschen Italienisch verstehen. Also die Sprachen kann ich ganz okay. Also beziehungsweise Spanisch habe ich sehr viel verloren, aber ich hoffe, dass die Frage damit gut beantwortet ist. Und wie gesagt, Englisch kann ich ganz gut und Deutsch perfekt, würde ich sagen. Okay, perfekt, ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen. Die nächste Frage kommt von der lieben Marlin. Klappt das jetzt? Ja. Ich würde dich mal fragen, wie du deine momentan live aufstreamen bist oder eher nicht, ob du etwas ändern möchtest. Und mit Hundemaske aufgenommen. Grüße erstmal an Marlin. Schön, dass du dich beteiligt hast an diesem Video.
Oh, was würde ich ändern? Eine ganze Menge. Ich muss mehr Sport machen. Ich möchte einfach wieder fitter werden. Ich habe das jetzt ein bisschen schleifen lassen. Auch das ganze Jahr war irgendwie kam ich schwer in Tritt. Und auch mit der Uni, muss ich ganz offen sagen, muss ich viel mehr machen. Jetzt kommt eine harte Zeit. Die Klausurenphase steht wieder vor der Tür. Wie jetzt bei den meisten, die in der Uni sind oder auch gerade in der Schule beim Abi sind. Jetzt sind gerade die Prüfungsphase und oder ist die Prüfungsphase. Und da muss ich auf jeden Fall einiges reinstecken an Lernzeit und viel mehr machen. Und das ist auf jeden Fall das, was ich an mir ändern wollen würde, auf jeden Fall, dass ich viel mehr mache und viel mehr lerne und am Ende auch bessere Resultate dann habe. Und ja, das würde ich ändern. Die nächste Frage von Lara Love Plecky. Machst du auch mal einen Fan-Call? Das konnte man leider jetzt nicht hören, weil sie es nur geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Fans habe. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das Video gerne gucken, aber wenn ihr das mal haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann überlege ich mir das mal, ob ich das in Zukunft machen möchte oder machen werde. Also von mir aus gerne. Warum nicht? Laura stellt diese Frage. Da ich gerade dezent scheiße aussehe, wird hier gleich ein Smiley sein. Und ich nehme mal die typische Frage, bin ich denn jetzt im Video drin? Ja, du bist im Video drin. Schöne Grüße an Laura. Und hättest du ruhig dein Gesicht mal zeigen können? Ich hab's, wie gesagt, zeige ich das jetzt hier nicht, weil ich finde, das ist auch recht am eigenen Bild. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist. Von daher spiele ich es einfach ab. Hättest also ruhig dein Gesicht zeigen können und du bist hier mit dem Video drin. Ich hab's leider eben verkackt, den Snap zu öffnen, beziehungsweise habe ich ihn geöffnet und dann lief die Kamera gar nicht. Und Grüße an Thiago, deine Schuhe sind auf jeden Fall cool. Leider bist du jetzt nicht zu hören in dem Video, aber deine Frage ist beantwortet. Das waren auch schon eure Snapchat-Fragen an mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne was Nettes in die Kommis oder lasst auch gerne ein Abo da, da würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten kommen meine ganzen Social-Media-Sachen jetzt hier reingefahren. Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite. Und mein letztes Video wird auch nochmal eingeblendet mit den Twitter-Fragen. Dann könnt ihr da nochmal vorbeigucken. Da sind auch nochmal einige Fragen vielleicht dabei, die nicht beantwortet wurden. Ansonsten werde ich öfters, glaube ich, so eine Videos mal machen, um einfach eure Fragen zu beantworten, egal ob es bei Twitter oder Snapchat ist. Sollte eure Frage jetzt nicht dabei gewesen sein, dann war ich einfach zu doof, die zu öffnen oder habe sie geöffnet und sie war dann weg. Aber es waren jetzt, glaube ich, nur ein, zwei, die ich jetzt nicht beantwortet habe, aufgrund dessen, weil ich einfach zu blöde war in dem Moment. Bitte verzeiht mir, ihr könnt mir jederzeit neue Fragen stellen und ich beantworte die dann so oder in Zukunft bei den nächsten Videos. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen sonnigen Tag, Mann. Der Frühling fängt an, kann es nicht schöner sein. Und ja, einen schönen Abend, einen schönen Tag oder guten Morgen, wann auch immer ihr das sehen werdet. Bis bald. Ciao, ciao.